Hallo, ihr Quirlinge. Der Herr König scharrt schon mit den Füßen und bügelt die Teppichkante gerade. Die Fransen liegen jetzt wieder in Reihe und Glied. Und bevor wir auf neue Abenteuertour starten, will ich ganz schnell ein paar Dörfchen gründen. Solange ich mir noch gemerkt habe, wo die neuen Statthalter, die alten und neuen Statthalter, die gegründet haben wollen. Wir gehen los mit Glenebon. Statthalter Patrick bekommt jetzt offiziell auch diese Provinz, die keine andere beansprucht hat. Und er hat gesagt, er möchte eine Ortschaft gründen, und zwar genau hier, an diesem letzten hintersten Winkel. Das ist auch eine verwegene Standortwahl. Aber warum nicht? Wahrscheinlich hat er das gemacht, um mir den Weg nach hierhin irgendwo zu verkürzen. Vielleicht, wer weiß. Da kommt eine Stadt hin, ein Dorf erstmal. Und die soll heißen Klampenstedt. Ach, schön. Wie soll das heißen? Sturmtal, genau. Sturmtal, da wird es regnen den ganzen Tag. Super. Baukosten 50 BP. Kein Problem. So. Und dann gucken wir mal gerade rein. Damit der Herr Statthalter dann sich in einem 3x3 Raster austoben kann. Das sieht sehr ähnlich aus wie 7 Städten. Das sollte kein Problem sein. Wir können ja eigentlich das hier schon mal bauen. Hallo? Bau? Das bau, 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 bau. Ich weiß nicht mehr, wie das geht. Okay, also das ist klar. Lieber Patrick, du weißt Bescheid. Hast das Spiel ja auch selbst. Und dann käme jetzt Beta Buffy, Statthalterin von den Dire Null Marches, an die Reihe. Die möchte ihre Siedlung zentral gegründet wissen. Bei dem M hier und deswegen da eine Siedlung bauen. Düsterburg. Auch nicht schlecht. Nee, sie soll heißen Zweiwalden. So, und jetzt sind wir gespannt, wie das da drinnen aussieht. Und wir haben hier wohl ein, tatsächlich ein 3x3 Feldraster. Ist aber sehr überblendet hier. Was ist denn hier los? Naja, das ist ja erkennen, Beta Buffy, nehme ich an. Eine Brauerei kannst du bauen. Die Holzmauer stelle ich dir auch gleich mal hin. Wenn ich sie treffe. Hallo? Kais gibt es bei dir nicht. Kaserne, Kornspeicher, Kräuterkundlerhaus, Laden, Langhaus, Monolith, Monument. Sägewerk, Schmiede, Schrein. Schrein, Schule, Taverne, Teleportationskreis, den hätte ich ganz gerne. Wachturm und Windmühle. Ja, so, dann tobt euch mal aus. Ihr Statthalter bei der Aufstellung eines Bebauungsplans. Und dann sind wir hier erstmal durch. Und können zum nächsten Tagesordnungspunkt übergehen. Ich gucke mal gerade auf meine Liste. Das wäre eigentlich Octavias Queste. Die würde ich jetzt gerne abschließen. Richtig. Genau, das heißt, wir müssen jetzt hier eigentlich gar nichts mehr tun. Ach doch, richtig, Octavia. Da war die Geschichte mit dieser Fluchforschung und es wurde einhellig gemutmaßt und berichtet, dass ich das sofort angehen kann. Das muss ich nicht warten. So, Projekt starten. Okay. 120 Tage. Was sagt eigentlich hier der kahle Hügel? Wann kommt denn der? Ach, da ist noch lange Zeit. Gut. Die Quest würde ich gerne machen. Hochwohlgeboren im Herzen. Octavias Mutter treffen und mit Octavia an, mit ihr dann sprechen. Mhm. Das machen wir. Vorher geht's noch einmal in das Inventar von Dringil, denn was mir nicht so klar war, was war denn ja gerade für ein Effekt? Habt ihr das gesehen? Hier war so Feenstaub in einer geraden Linie von Dringil weg, hier irgendwie hier nach unten. Bilde ich mir sowas schon ein? Ich hoffe nicht. Ich habe den Videobeweis. Dringil kann den Dorn von Nyrissa hier bei sich da tragen. Das war mir nicht klar. Was das dann bedeutet, weiß ich nicht. Ach ja, eine Kreatur in Griffweite. Ach so, das hat diese Unvorhergesehene. Michel, komm mal her, wir müssen das mal ausprobieren. Nee, da wird der Michel vielleicht zu einem sabbernden Vollidioten. Das machen wir nicht. Okay, und dann, bevor es aufgeht, zu Octavias Mama, noch einmal kurz hier durchs Inventar geflöht, wegen der ganzen neuen Sachen. Da hätten wir.
Das hätten wir da nicht. Also eine neue Rüstung haben wir da nicht. Neue Waffen haben wir ganz viele. Dieses Bluthund-Duellschwert hatte ich schon aussortiert, weil das exotisch ist und dafür mit niemand umgehen kann von meinen Mannen. Das hier ist eine leichte Armbrust. Weg. Wir haben hier den Mythenschlechter. Das ist eine schwere Armbrust. Eine schwere Armbrust plus 5. Irgendwer hatte Armbrüste. Auge des Wirbelsturms. 6 bis 20 Schaden. Und das hier macht sogar mehr. Ja, dann nimm die. Nimm die und dann hat noch irgendwer eine Armbrust. Aber, ach, das ist auch eine schwere hier, guck. 11 bis 20 Schaden macht die sogar. Aha. Ja, nicht schlecht. Aber ich meine, es hätte noch irgendwer eine. Und wenn es nur der Ersatzmichel ist. Jubilos, hast eine schwere Armbrust plus 1. Dann nimm du dieses Ding da. Mal das verkaufen. So. Was ist das hier? Ein Tyrann, ein Streitflegel. Erzielt dieser plus 5 Streitflegel einen Treffer, werden die Rüstungsklassen. Werden die Rüstungsklasse, alle Rettungswürfe und die Kampfmanöververteidigung mit einem kumulativen Malus von minus 1 belegt. Beim Ziel des Prügels, will ich hoffen. Ja. Das heißt, damit kann man einen Gegner debuffen. Und das ist nicht schlecht. Aber wer kann das überhaupt tragen? Und Dario könnte das tragen. Also ich hoffe ja auf Regonga. Gut, der kann ja fast alles tragen. Und auch Harim kann das. Das ist gar nicht verkehrt. Das würde ich mal hier im Gepäck behalten. Jetzt haben wir noch eine zweihändige Axt mit Zwinger. Diese zweihändige plus 5 Axt hat eine kritische Reichweite von 19 bis 20. Und verursacht bei jedem Treffer zusätzliche 10 Punkte Schaden. Nicht D. Ohne D. 10 ohne D. Ja, die macht halt viel mehr Schaden als eine normale Axt. Hm. 13 bis 24, also so viel ist es aber auch nicht. Du hast so eine Axt. Was macht denn die? Die macht 15 bis 26 Schaden. Also 1d12 Hiebschaden und dann halt die Verbesserung von plus 1. Und die hat halt diese Verbesserung von plus 5. Mhm. 19 bis 30 Schaden, verstehe. Amiri. 18 bis 33. 17 bis 28. Tja. Also ehrlich, die hat halt, die macht Schaden, aber boah, die ist schweineteuer. Warum ist die so teuer? Ich finde die ist gar nicht so toll. Die macht halt viel Schaden, ja. Wenn man damit trifft. Aber wenn man jemanden hat, der gegen diese Attacken hier so unempfindlich ist, gegen so physische Attacken, hm. Weil sie so teuer ist, behalte ich sie mal noch. Die hier hätten wir schon. Was war das hier? Ein Knochensplitter, ein Kurzspeer. Mit Speeren kämpft bei mir überhaupt niemand. Negativer Energieschaden. Das geht weg. Und das hier ist noch ein Zweihänder. Der macht 21 bis 41 Schaden sogar. Elektrizitätsschaden. Hast du so ein Elektroschwert hier irgendwo? Das ist Feuer, das ist Kälte. Das ist einfach irgendwas. Man kann das ja nicht da reinziehen, richtig? Nee. Tja, bevor du jetzt hier 17 bis 28 Kälteschaden machst, machst du lieber 21 bis 41 Elektroschaden, richtig? Also kombiniert mit dem physischen Schaden natürlich. Wobei hier Feuer 18 bis 33. Wobei das macht mehr Schaden. Ist aber weniger wert. Nee, gar nicht wahr. Das geht weg. Das kommt dazu. Gut. Die werden verkauft. Die oben werden mitgeschleppt. Regonga und Ogbo sorgen dafür. Rüstungen haben wir nicht, worüber wir sprechen müssen. Gut, diese Schilde und diese Singstahlplatte, die können wieder in die Truhe. Es wurde gesagt, dass Lindsay eine Tartsche tragen könnte. Nahkampfangriffe, wobei sie war eigentlich eher immer das Ziel von Fernkampfangriffen. Allerdings, wenn sie jetzt mit dem
Dolch irgendwo steht, dann ist ja auch Ziel von Nahkampfangriffen. Ah, das ist schwierig. Das ist süß, oder? Ah, ach, das ist Lindsay. Ah, schön. So, also das hat auch einsortiert. Und dann hier, das ist das eigentlich Interessante. Denn wir haben einen Hut der geistigen Perfektion plus 8. Je plus 8 auf alle geistigen Attributswerte, Intelligenz, Weisheit und Charisma. Die Krone von Dringil macht das gleiche mit plus 6. Aber Dringil zieht das Ding natürlich nicht an hier. Das ist ja... Das sieht ja sowas von scheiße aus. Nein. Dieser Feder auch noch. Michel, du hast hier das schon als Robe. Du hast quasi 2/3 von dieser Wirkung hast du schon. Und deswegen will ich dir das nicht geben. Ekundayo hat geistige Perfektion plus 6. Er hat davon höchstens noch einen weiteren Zauber. Wir gucken mal gerade durch, ob das so ist. Du hättest hier 6, 4, 3 und 2. 6, 4, 3, 2. Wenn ich hier das Ding aufsetzen täte. Sechs, fünf, drei, zwei. Es geht bei Ekundayo darum, hier einen weiteren Zauber zu haben. Aber das ist es mir nicht wert. Nee. Also bist du auch nicht der Richtige. Der Hundi sowieso nicht. Knock Knock ebenfalls nicht. Wobei ein bisschen Charisma könnte Knock Knock nicht schaden. Das müssen wir uns einmal angucken. Da sieht er gar nichts mehr. Das ist Knock Knock. Ach. Rucksackanzeige. Ach, du hast einen Rucksack? Echt? Du hast einen Rucksack? Du hast doch gar keinen. Erzähl nicht. Da ist gar keiner da. Und das Rucksack hier. Nö. Ändert sich doch nichts. Ändert sich hier irgendwas? Der Helm flattert einmal durch, aber ansonsten. Ändert sich ja nichts. Wie auch immer. Nein, du benutzt das nicht. Geh hier zu. Du behältst das Ding auf. So. Regonga. Bei dir sieht man es dann gar nicht, weil du zu groß bist. Stirnreif des verführerischen Charismas plus 6. Du könntest denn hier mit Charisma plus 8 rausholen. Das heißt, bei dir gäbe es auch neue Zauber. Ich guck mal, wie viel das sind. 7, 7, 6, 5, 5, 3. 7, 7, 6, 5, 5, 3. Schwierig zu merken. 7, 7, 7, 5, 5, 3. Also das bei dir ging es auch nur in der Stufe 3 um einen weiteren Zauber. Das ist es mir im Zweifelsfall aber auch nicht wert. Nee. Bei Harim, der hat hier Charisma, nee, plus 6 auf Weisheit und auf Charisma. Er braucht ein Charisma-Item, weil er sonst das gezielte Fokussieren nicht machen kann. Aber dieser Helm, war das nicht der, der auch aus den Trümmern dessen gemacht worden ist, was er alles zerstört hat, wo ich mich noch so tierisch drüber aufgeregt habe, lachenderweise, über diese Szene. Gibt halt noch eine Schadensreduktion gegen Wuchtschaden und so. Das ist für einen tankigen Zwerg jetzt schon richtig. Das hier ist einfach, das ist einfach doof. Das hat aber was. Also, von allen bisherigen Trägern steht es ihm am besten. Und dieser Stern hier oben an der Spitze. Ach. Ah, toll. Aber er auch nicht. Ich glaube, wir finden noch jemand besseren. Lindsay, du hast eine plus 6. Das ist bei dir für deine Arbeit wichtig. Vielleicht. Aber ich glaube, Valerie hat dann eher ein Problem. Sie hat nämlich eine plus 4. Valerie, wenn sie das aufsetzen täte, hätte dann einen Bonuseffekt, einen ordentlichen, weil sie von plus 4 auf plus 8 hochgeht. Mit dem Charisma. Das heißt, der Modifikator geht dann um 2 Punkte nach oben bei ihr. Das sollte helfen. Guck mal, dein Schild ist innen drin abgesteppt. Wow.
Ist richtig bequem dahinter. Also Valerie ist bisher die, wo ich am ehesten das Ding vergeben würde. Hier die erwachte Weisheit. Nee, nicht Lethal, die kriegt es nicht. Amiri hat den funkelnden Helm. Da kriegt man Elektrizitätsschaden, wenn man sie angreift. Sie braucht das aber alles gar nicht. Hier wird es wieder interessanter. Sternreif der enormen Intelligenz plus 6. Ja. Das wird natürlich auch rollenspielerisch am ehesten zu ihr passen. Und ihre Intelligenz, der Modifikator, steigt dann von plus 9 auf plus 10. Was ihr wiederum auch hilft bei den Ratsposten, die sie begleitet. Dem einen. Mann. Hier Intelligenz plus 4. Da könnte ich dir den plus 6er drauf tun. Dann steigt dein Modifikator von 8 auf 9. Ja, ich glaube, so behalte ich das. Was hast du hier? Kinetisches Diadem. Du hast irgendwie erwachte Weisheit. Intelligenz habe ich jetzt halt übrig. Ich glaube, das braucht jetzt irgendwie keiner mehr. Das kann weg. Gut, was haben wir noch? Stirnreif des Aals, das ist geschenkt worden in der letzten Episode. Verbesserungsbonus von plus 4 auf seine Intelligenz und Fähigkeiten nach und die Fähigkeit nach Belieben, den Zauber Blitz als Magier der Stufe 5 zu wirken. Nach Belieben. Das ist genau das gleiche, was ich hier schon habe, stelle ich gerade fest. Aha. Tja, aber wer soll dieses Ding aufsetzen? Diejenigen, die einen Ratsposten begleiten, der Intelligenz benötigt, den lasse ich lieber irgendwas auf der Stirn, was die Intelligenz stärker steigert. Also eigentlich will ich das nicht haben. Das war das, was ich immer mitnehmen wollte, richtig? Das hier hätten wir noch. Amulettrüstung plus 5. Da finden wir bestimmt einen Abnehmer in der Stammgruppe noch, oder? Hat noch irgendwer? Du hast schon einen Fünfer. Du hast einen Fünfer, Regonga. Du hast diese komische Kette, richtig? Harem hat 1. Plus 3. Plus 4 gibt es wohl gar nicht. So. Das plus 3er, ich glaube, da finden wir auch noch irgendwen, der einen plus 2er hatte. Hier zum Beispiel. So. Und dann haben wir hier die Rüstungsarmschienen plus 8. Ich glaube, Knock Knock hat genau selbige schon. Richtig. Und alle anderen können das nicht tragen, bis auf den Michel, aber der. Ach, der hat plus 7er. Na, dann kriegst du die. Dann habe ich plus 7er frei. Ich glaube, die könnten auch was für Octavia sein. Nee, können sie nicht, weil sie ja diesen Kettenpanzer anhat, richtig. Aber irgendwer trug die doch. Und ich meine nicht unbedingt den Michel. Knock, knock. Du hattest die, richtig. Irgendwer von euch trägt noch welche. Oder ist es wirklich nur noch der Michel? Jetzt könnte man natürlich überlegen, wenn man die übrig hat. 32er Rüstungsdasse. Die bleibt dann ja erhalten. Könnte man das Ding hier ihr wegnehmen. Sie verliert dadurch Tricks und Reflexe. Hm. Und sie kann jetzt Bewegungsfreiheit nicht mehr casten. Hm. Der Ersatzmichel ist wirklich der Einzige, der Letzte, der das noch braucht. Dann machen wir das tatsächlich so. Dann einen schönen Resistenzumhang plus 5. Das kriegen wir auch noch abgegeben an jemanden. Du hast einen besonderen, richtig? Du hast schon einen. Ihr habt im Wesentlichen alle besondere, richtig? Lindsay hat plus 4. Valerie plus 4, Jätal. Mhm. Ach, den kriegt auch hier Octavia. Dann hat sie einen plus 3. Hat noch irgendwer einen plus 2? Das kann ich ja fast gar nicht glauben. Und doch ist es so, hier. Ja, genau. Und dann haben wir Handschuhe des Fallentschärfers. Die hatten wir im Gepäck. Und haben wir es alles? Schwarzer Fellumhang. Ich glaube, das müsste alles gewesen sein, was hier reingekommen ist.
durch Farniras Gruft und die Geschenke der letzten Episode. Okay, dann geht's jetzt nochmal kurz zu... Wie heißt der Typ? Hasuf, richtig, zu verkaufen. Und Hasuf zahlt sportliche 76.000 Goldstücke für ein paar weitere Objekte aus der königlichen Waffenkammer. Sehr schön. Und dann geht's vor die Tore von Gwirstadt. Und da ist die Rasselbande. Und Octavia ist dabei. Regonga führt die Gruppe an. Wobei, ihr könnt mal gemeinsam laufen. Das ist ja quasi auch ein bisschen eure gemeinsame Queste. Bis zu einem gewissen Grad. Und dann geht's teleportierenderweise nach Pitax. Und hinein. So, wo müssen wir da hin? Einsame Villa, das wird wohl genau selbige sein. Dann gehen wir da direkt hin. Hallo, ist jemand da? Licht. Ach, wie geht das hier? Stufe 0. König. Und weil er hier... Oh, da ist jemand. In halboffizieller Mission ist, zieht er auch das Krönchen wieder auf. Und sagt mal Hallo. Ihr wünscht, die Markgräfin zu sehen. Bitte folgt mir. Ja, das wünschen wir. Angst haben die Helden hier nicht. Auch wenn die Villa einsam irgendwo liegt. Das Bild hängt schief. So, und nu? Markgräfin Clarida della Fioni. Was gibt es? Ich hatte keinen Besuch erwartet. Aus dem Hinterzimmer kommt eine Frau in einem Kleid, das einmal teuer gewesen war, aber inzwischen von Motten zerfressen ist und schon häufig geflickt wurde. Ihre Haltung und ihr Gang deuten auf eine artige Erziehung hin. Sie ist wohl zwischen 40 und 50, scheint aber durch irgendeinen Schmerz oder ein Leid schneller gealtert zu sein. Ihr Gesicht ist faltig und ihr Haar ist vorzeitig ergraut. Ich bin Markgräfin Clarida della Fioli. Willkommen in meinem Anwesen. Ich fürchte, ich kann euch nichts anbieten und kenne euch nicht. Ich bin der König. Was verschafft mir die Ehre eures Besuchs? Und Octavia. Hallo, Mutter. Octavia, bei den Göttern. Meine Octavia, bist du es wirklich? Es ist so viele Jahre her. Die Markgräfin geht mit Tränen in den Augen auf ihre Tochter zu, um sie zu umarmen. Als sie Octavias versteinerte Miene sieht, bleibt sie allerdings stehen. Deine Octavia? Deine? Meine letzte Erinnerung an dich ist, wie du mich an die Sklavenhändler verkauft hast und du wagst es, mich deine zu nennen. Und die Markgräfin, grausame Worte, aber gerecht. Octavia, mein Kind, lass mich dir erzählen, was geschehen ist. Danach kannst du selbst entscheiden, was du tun willst. Selbst wenn das bedeutet, dass du mich nie wiedersehen willst. Um glücklich zu sein, muss ich nur wissen, dass du in Sicherheit bist und es dir gut geht. Ich höre. So, das kann ich Fragen stellen, erstaunlicherweise. Oder Octavia fragen lassen. Wer war Octavias Vater? Ein jämmerlicher Schuft, mehr nicht. Ein Elf hat ein dummes, junges Mädchen umgarnt und ist verschwunden, als er erfuhr, dass sie schwanger ist. Ich will nicht einmal seinen Namen aussprechen. Und Regonga. Nun, er hat in seinem Leben immerhin eine gute Sache geschaffen, oder? Und Octavia. Es gibt Tränke für Leute, die keine Kinder wollen. Sie sind nicht teuer. Octavias Stimme klingt scharf und kalt. Und Regonga. Und was hätte ich dann machen sollen? Ich würde mich zu Tode langweilen. Und Octavia. Reck. Nicht. Nicht jetzt. Ach ja. Wie wurde Octavia zur Sklavin? Und die Gräfin. Mein Vater, möge seine Seele in Frieden ruhen, war ein sehr strenger Mann. Manche würden sagen, grausam. Als er erfuhr, dass ich das Kind eines Abenteurers erwartete, warf er mich aus dem Haus und enterbte mich. 3 Jahre lang schlug ich mich irgendwie durch. Ich habe genäht, unterrichtet, derlei Dinge. Doch dann erfuhr Vater, dass er sterben und die Linie der Della Fioni enden würde. Also sagte er mir, er würde mir sein gesamtes Erbe überlassen, wenn ich nur meine Schande, dich, ablegen würde. Und Octavia, und das hast du getan. Du hast mich gegen eine Erbschaft eingetauscht. Ich verstehe. Und Regonga. Adel, natürlich. Regonga spuckt auf den sauberen Boden.
Und die Markgräfin: Nein, so war es nicht. Ich hatte einen Plan, ihn zu täuschen, verstehst du? Ich bin ein Arrangement mit einem Mann von der Technikliga eingegangen. Er sollte dich nach Numeria bringen, dich dort behalten, bis mein Vater stirbt und dann zurückbringen. Ich wollte tun, was für dich das Beste ist, verstehst du? Ich wollte, dass du in deiner eigenen Villa aufwächst, in Luxus statt Armut. Aber nachdem Vater tot war, sagte der Mann von der Technikliga, er könne sich nicht an ein solches Arrangement erinnern. Er meinte, er hätte dich gekauft, später weiterverkauft und keine Ahnung, wo du dich befindest. Warum habt ihr sie nicht zurückgekauft? Ich hatte keine Ahnung, wo sie war. Glaubt mir, Octavia, ich habe dich all die Jahre gesucht. Ich habe mein gesamtes Erbe verbraucht, um Detektive zu bezahlen, die Numeria und die Flusskönigreiche nach dir absuchten. Aber du warst einfach unauffindbar. Die Markgräfin wischt sich einige Tränen aus dem Auge. Ich wusste, dass du noch lebst. Ich konnte es fühlen. Und ich habe nie aufgehört zu suchen. Ich wollte dich einfach nur wiedersehen, nur ein einziges Mal, um dich wenigstens um Vergebung zu bitten. Was sagt ihr, Octavia? Und Octavia sagt: Ich verstehe nicht, wie diese Frau die Nerven haben kann, heulend das unschuldige Opfer zu spielen. Spar dir das Theater, Mama. Du scheinst in all den Jahren gut gelebt zu haben. Du hast mich als Einsatz am Spieltisch verwendet und verloren. Und als du es dir anders überlegt hast und mich zurückholen wolltest, war es zu spät. Tja, Pech. Sollst du mir jetzt etwa leid tun? Und die Markgräfin: Nein, mein Kind. Ich war jung und dumm. Ich dachte, ich könnte dir ein besseres Leben bieten. Ich habe den Titel nie gebraucht, auch dieses Stadthaus nicht. Und Octavia: Ach, hast du nicht? Tatsächlich? Tja, dann erlöse ich dich davon. Ein verächtliches Lächeln huscht über Octavias Gesicht. Oder vielleicht eher eine schmerzerfüllte Grimasse. Sie reißt eine Öllampe von der Wand und schleudert sie zu Boden. Octavia, mein liebes Kind, nicht ahn! Lauf, lauf, lass dich nie wieder blicken. Ich habe keine Mutter. Octavia? Gehen wir. Soll es brennen. Hier gibt es nichts mehr zu tun. Ogbo ist drin, hallo? Können wir bitte Ogbo noch irgendwie hier rausholen? Das wäre toll. Gibt's ja irgendwas zu tun? Also drin hier. Aua, will doch mal nach dieser Markgräfin schauen. Aber die ist irgendwie völlig verkrochen. Was ist hier? Die Küche. Tja, dann können wir wohl nur gehen. Octavia hat gesprochen. Ich glaube, dadurch, dass Octavia bei mir nicht mehr gut ist, sondern neutral, hat jetzt die Markgräfin ein böses Schicksal ereilt. Wenn Octavia von der Gesinnung her noch gut gewesen wäre, hätte sie bestimmt anders reagiert in dieser entsprechenden Situation. Aber Octavia ist nicht mehr gut seit dieser Geschichte mit den verbrannten Sklaven da in dieser Höhle von diesem Technikliga-Typen. So. Wenn ich in Pitax bin, möchte ich ganz gerne auf den Marktplatz, die Villa ist nicht mehr betretbar, auf den Marktplatz gehen. Ich nehme an, damit ist der Hauptplatz gemeint, denn dort gibt es angeblich Händler, die Dinge feilbieten. Und das würde ich mir gerne anschauen. Ach, wir haben ja noch diese Kiste hier, richtig. Ach, hier bist du auch alleine drin, Gil. Ach so. Okay. Ich speichere lieber. Herr König, kriegen Sie es hin, dieses Ding hier zu öffnen? Herr König hat Tricks einen 34er Bonus im Moment. Wenn er sich umzieht, hat er einen immer noch 34er Bonus. Das verstehe ich nicht. Aber vielleicht ist auch alles richtig so. Fallenentschärfer Handschuhe haben auch Tricks Bonus. Das ist komisch. Ich will glauben, dass er das was nutzt. Beides. Das
Der Typ, das ist nicht zu glauben. Der würfelt einen neuen. Nee, Dringil, ich hab die Schnauze voll mit deiner Würfelei. Wir laden das jetzt. Also dieser W20 ist ja nun wirklich erwiesenermaßen in diesem Spiel nicht mein Freund, ja? Das können wir, glaube ich, jetzt wirklich allmählich mal zu Protokoll geben. A trivial matter. Och ja. So. Er hat wirklich noch einen Modifikator von 34. Warum wirkt die Weste und warum wirken Weste und Handschuhe nicht? Das verstehe ich nicht. Wir nehmen erstmal das hier an, Langspeer. Der Ersatzmichel identifiziert als das als Drachentöter. Aha. So, jetzt mal für ganz doofe Let's Player wieder. Die Weste der 100 Taschen gibt eine Eigenschaft plus 5 Tricks. Als Kompetenzbonus. Aha. Also scheine ich irgendwas anderes zu haben, was bereits einen Kompetenzbonus gibt. Ist das der Fall? Hier. Okay, die Kompetenzboni, die addieren sich nicht. Das heißt, von der Rüstung hat maximal vielleicht noch der Kleine hier was. Der hat jetzt einen Tricksbonus von 32. Und der sie anzieht, hat er 37. Okay, bei ihm nützt das was, wenn er der Zweite ist, der das Schloss knackt. Aber mit den Handschuhen gemeinsam geht es ja dann doch wieder nicht, weil die Handschuhe geben ja halt Dringil. Die Handschuhe geben ja auch einen Kompetenzbonus. Das heißt, die Handschuhe und die Rüstung gleichzeitig sind sowieso Quatsch. Und das wiederum heißt, ich kann eins von beiden Sachen eh verkaufen. Das hier macht nur den Trickbonus, 1000 Gold. Oh, hier will ich hin. Und das hier macht im Grunde genommen auch nur den Tricksbonus. 1800, dann kann ich diese Rüstung hier verkaufen. Gut, wollte ich sowieso machen. Achso, diese Waffe. Was ist das für ein Teil? Drachentöter, beidhändiger Langspeer. Des Drachenverderbens. Ich bin mir nicht sicher, ob wir nochmal gegen den Drachen kämpfen. Aber wer sollte das Ding dann tragen? Rekonga, aber den würde ich gegen einen Drachen als Drachen kämpfen lassen. Also eigentlich kann man die auch Waffe auch verticken. Gut. Wo sind die Händler? Hier ist einer. Ist ja nicht so, als hätten wir dir gerade was aus der Kiste geklaut. Die stand da schon, als du ja nicht im Dienst warst. Das kann nicht deine Kiste sein. Du kriegst jetzt diese beiden Teile und hast vielleicht was, was ich haben will. Wobei mich Waffen jetzt weniger interessieren. Das sind auch alles mehr oder weniger normale Sachen. Leichter Schild plus 5, interessant. Adamant, Ritterrüstung plus 4. Keine Accessoires. Egal, nimm. Irgendjemand schrieb mir in den Kommentaren, dass ich hier was finden werde, was mir gefällt. Ah, hier vielleicht. Ring der Umstände. Hatte der Träger dieses Ringes letzteren während des Ausruhens am Finger, kann er bis zu 4 Attribute der folgenden Liste aktivieren. Nimmt er den Ring ab, werden umgehend sämtliche Boni entfernt. Was ist denn ein Situationsbonus? Das klingt so, als könnte man es in einer einzigen Situation einmal anwenden und dann ist es vorbei. Bis zur nächsten Ruhephase. Aber das klingt nicht schlecht. Schutzring plus 4, nö. Ah, hier, Gürtel des perfekten Hörbars plus 6. Das war doch genau das, was ich für Harem haben wollte. 200.000. Mächtiger Gürtel der perfekten Komponenten. Aha, das ist aber schlüssig. Besseres Angebot als ein Breinhardt hier. Stirnreife der geistigen Perfektion, natürliche Rüstung plus 4. Ach, das gibt's also auch. Habe ich noch nie gefunden. Mantel des Bestrafers. Mantel des Lossprechers. Resistenzbonus. Überzeugungswürfe plus 4. So wäre ein Bonus von plus 1 auf die RK gegen Angriffe von Kreaturen mit böser Gesinnung. Puh. Das ist sehr speziell. Oh, es gibt Resistenzumhänge plus 6. Wow. Oh ja, der hat was. Also ich würde ihm tatsächlich diesen einen Gürtel abkaufen wollen. Aber wir gucken mal, ob wir hier noch was anderes haben. Da sind Bürger. All according to plan. Das sind alles Bürger. Ich nehme an. Ach doch, hier, guck. Wobei, das ist bestimmt ein Trankhändler. Oh, Lapis Lazuli Wüfern. Aber ich kämpfe ja nicht so viel mit beschworenen Kreaturen. Deswegen
Nö. Ein mächtiges genetisches Diadem, das will ich auch nicht haben. Schriftrollen, ja, Tränke, mhm. Nö. Euer Durchlaucht, heil dem König, jawohl. So ist das schön. Also, es gibt drei Händler. Gut. Da wird dem einen tatsächlich was abgekauft, aber auch nur dieses eine Teil. Und auch nur, weil die königliche Schatulle gerade so voll ist. Du machst ein Geschäft. Hier, Gürtel des perfekten Körpers plus 6. Plus 6 auf Stärke, Geschicklichkeit und Konstitution. Handeln. Dann Harem herbei zitieren. Für den ist das, glaube ich, gedacht gewesen. Der gewinnt jetzt Körperkraft und Konstitution dazu. Das ist dann gut hier für seine Belastung, wobei er da schon im leichten Bereich ist. Aber er gewinnt eigentlich auch Geschicklichkeitsmodifikator dazu und damit hier unten Rüstungsklasse. Das war ja eigentlich das Ziel der ganzen Übung. Und zwar 2 Punkte, ungebufft. Das ist nicht so schlecht, finde ich. Und sein Gürtel der Körperkraft plus 4. Das ist Kraft und Konstitution. Er kann das gebrauchen. Amiri hat einen plus 6er Gürtel. Du hast genau den gleichen. Was macht der hier? Plus 6 Stärke. Und Überzeugungswürfe 15.000. Ich glaube, der hier ist dann letztlich besser. Nee, gar nicht wahr. Stärke sinkt sogar. Tja, diese plus 4er Gürtel, die brauche ich eigentlich gar nicht. Komm her. Dann ist es auch gleich nicht mehr ganz so teuer. 16.000 gehen zurück. So. Mit Octavia sprechen. Ja, das machen wir, aber... Wo sind die eigentlich? Also sind die jetzt im Palast oder wo? Wenn ich hier als Trinkiel alleine durch die Gegend ziehe, dann müssen doch die Kameraden irgendwo rumstehen. Dann guck mal kurz hier rein. Gibt's hier irgendwas? Gasperi Jacenza, begrüß dich mit einer höflichen Verbeugung. Durchlaucht, meine Familie steht tief in eurer Schuld, genau wie ganz Pitax. Wie stehen die Dinge in Pitax? Es ist ruhig in der Stadt, falls man dieses Wort verwenden kann, um Pitax zu beschreiben. Die alten Familien haben ihren Besitz zurückerobert, ohne großes Aufsehen. Die Gilde ist ruhig und es gibt weniger Rauschgift auf den Straßen. Es ist fast wie der guten alten Zeit vor Irovetti. Auf bald. Aha. Das ist dieses Ding, was nicht mehr existiert. Gehen. Ach, hier seid ihr wieder zusammen. Aha, interessant. Apropos die Sache mit dem Golem. Richtig, die haben wir ja auch noch. Das machen wir auch noch gerade. Geht mal dahin. Der Golem stellt einem ja Fragen und ich habe recherchiert, was es damit auf sich hat. Ich hoffe, ich gebe es richtig wieder. Irgendwann, vor vielen Episoden, hat Lindsay Drinkiel die Frage gestellt, was sie in ihrem Buch über die Akademie schreiben soll oder über Pitax. Und wir haben damals irgendwie die Entscheidung getroffen, dass sie eine möglichst wahre, schonungslose Berichterstattung über die Vorkommnisse in der Akademie dieser Künste in Pitax verfassen soll. Gemeinsam mit Eobald, dem Einbeinigen. Und dieses Buch haben wir ja auch gelesen. Man hätte, so wie ich es verstanden habe, ihr damals auch einen anderen Vorschlag machen können, dass ihr etwas anderes schreibt. Dann hätte sie ein anderes Buch verfasst. Und in diesem anderen Buch wäre es um die schmutzigen Geheimnisse von Irovetti gegangen. Und in diesem Buch hätte dann etwas drin gestanden, was mit diesem Golem zu tun hat. Und was die Fragen letztlich einem, also die Antworten auf die Fragen einem vorgibt. Jetzt habe ich das ja hier rollenspielerisch so gefaked, dass ich sage, die Robi, die draußen rumliegt, das ist ja mein Einsatz gewesen für ein Königreichsprojekt, dass alle, die sich mit solchen Dingen auskennen, fahnden, was es damit auf sich hat und Drinkiel die richtigen Antworten des Golems an die Hand geben. Und genau das werde ich jetzt auch ausspielen. So, Herr König. Time's not waiting. Herr König wurde also instruiert von seinen Leuten und spricht mit dem goldenen Golem. Wie lautet mein Name? Und da ist die Antwort. Mandalaruccio.
Ich habe es gehört. Wie lautet mein Nachname? Und der lautet Belander. Ich habe es gehört. Woher komme ich? Und da ist die Antwort Hajo Takados. Nicht sieben Städten und auch nicht zwei Walden. Ist das richtig hier? Ja. Ich habe es gehört. Ihr seid ich. Ich bin ihr. Was mein ist, ist euer. Der Golem deutet auf die Wand, wo sich eine kleine Nische öffnet. Der Golem deutet auf die Wand, wo sich eine kleine Nische öffnet. Ah, hier. Damit finden wir dicke Gold und ein paar Handschuhe, die Regonka identifiziert als Handschuhe des Schreibers. Wo sind sie denn? Hier. Diese Handschuhe gewähren dem Träger einen Kompetenzbonus von plus 10 auf alle Würfe im Zusammenhang mit Wissen, Arcanum und Wissenwelt, sowie einen Bonus von plus 4 auf Zauberstufe-Würfe beim Versuch, Magie zu bannen. Das wäre für Lindsay genau das Richtige. Ich überlege gerade, ob es jemand in der Hauptgruppe hier benutzen kann. Sinnvoll. Hier, du hast einen Glücksbonus von plus 5 auf Wissenswürfe. Und hier hast du einen plus 10 auf alle Würfe im Zusammenhang mit Wissen Arcanum und Wissen Welt. Wissen Welt 32, Wissen Arcanum 22. Äh, 37, Wissen Welt und Wissen Arcanum jetzt nur noch 17. Erstaunlich. Ach, die Robe gibt ihr schon plus 10. Die Handschuhe des Schreibers wirken da nicht. Es war bei den anderen Handschuhen anders, weil die anderen Handschuhe haben einen Glücksbonus gegeben und das ist eine andere Art von Bonus als der hier durch die Robe. Aber trotzdem, der Michel kann ja Zauber bannen. Oder? Kannst du etwas, glaube ich, tun? Verbannung hast du hier. Mächtiges Magiebannen, das müsste ich dir eigentlich geben. Oder hat Harim das? Moment, Harim, wo bist du? Ach, du bist jetzt ja nicht da, richtig. Dann muss ich draußen vor die Tür gehen. Dann gehen wir draußen vor die Tür. Seid gegrüßt, euer Durchlaucht. Eure durchlauchtigste Durchlauchtigkeit. Ruft Harim herbei, der hat diese Kampfmanöver-Verteidigungshandschuhe. Du hast Furchtbannen hier, das ist was anderes. Magiebannen hast du hier eher im Zauberbuch als der Michel. Das wäre also eher was für dich. Ja, eher was für dich. Das heißt, wo ist denn der Michel? Komm mal her. Wo ist denn der? Gib die Handschuhe wieder her. Haben wir hier die kriegst du wieder an die Finger. Und dann kommt Harim. Und ich weiß, ja, die Handschuhe werden bei Lindsay besser aufgehoben. Aber Lindsay ist nicht in der Stammgruppe und kommt nicht wieder mit. Also ist es am Ende doch besser, das hier zu machen. Dann hast du hier... Gut, Wissen Arcanum nutzt ja nichts, aber einen Bonus von plus 4 auf Zauberstufe Würfe beim Versuch, Magie zu bannen. So ein bisschen passt das auch zu Harim wegen ihrer seiner destruktiven Grotus-Art. Magie bannen gehört dazu. Harim kann einfach gut Dinge kaputt machen. Ja? Dann sollte man ihm aber eigentlich das Magie bannen auch noch ein bisschen häufiger in die Zauberauswahl ziehen, finde ich. Er hat es nur hier oben einmal. Ich würde fast sagen, du kriegst Magiebannen hier mehrfach dahin. Jetzt, wo du da auch noch einen Bonus hast. Und mächtiges Magiebannen ist auf der Stufe 6. Heilung ist aber auch wichtig. Wobei wir haben auch die Massenheilung hinten. Da können wir durchaus das mal so machen. Verbannung ist aber auch wichtig. Überirdische Freuden. Ist mir jetzt irgendwie so lieber, wenn ich ehrlich sein soll.
Okay, so, lange Episode zu Ende. Wir gehen noch zurück zu dem Thronsaal in Gwirrstadt und reden noch mit Octavia, richtig. Die Kleinen hier. Wo geht's denn hier raus aus diesem Kaff? Hier schneit's auch die ganze Zeit. Mann, die Stadt des ewig währenden Winters. Raus hier, dringt ihr. Geh nach Gwirrstadt, in die Stadt des ewig währenden Regens. Ausgang. Und teleportierenderweise nach Gwirrstadt. Gwirrstadt. Und in den Thronsaal. Und zu Octavia. In due time. Da ist sie. Octavia steht unter dem Baum und betrachtet erneut die Spange mit dem Wappen der Della Fionis. Tja, keine Rätsel mehr. Ich weiß jetzt, wer ich bin. Octavia wirft die Spange in die Tiefe. Ich bin Octavia. Einfach nur Octavia. Eine Waise ohne Familie. Rec, ihr, Lindsay. Unsere verrückte Bande ist meine wahre Familie und eine andere brauche ich nicht. Ich hoffe nur, dass Brandstiftung bei euch jetzt nicht zur Gewohnheit wird. Ja, in Anbetracht der Tatsache, dass auch die halbe Stadt Pitax hätte abbrennen können, sagt Dringil. Ich hoffe nur, dass Brandstiftung bei euch jetzt nicht zur Gewohnheit wird. Nein, natürlich nicht. Das war ein Sonderfall. Ein Feuer in der Stadt ist besonders gefährlich. Aber manche Feuer betteln nachgerade darum, gelegt zu werden. Octavia verzieht das Gesicht. Vielleicht ist das ein wenig taktlos nach allem, was im Versteck der Technikliga geschehen ist. Aber trotzdem, wir haben das Richtige getan. Damals wie heute. Octavia grinst verschmitzt. Es ist leichter, ohne die Vergangenheit zu leben. Ohne Vergangenheit liegt nur die Zukunft vor uns. Also, geht voran. Was auch immer uns erwartet, ich stehe euch bis zum Ende bei. Das ist tröstlich. Damit ist ihre Queste abgeschlossen. Jawohl. Und hat jetzt Octavia eine besondere Fähigkeit bekommen? Wir lesen erstmal noch ihre Geschichte hier. Octavia traf schließlich ihre lange verschollene Mutter und erfuhr, wie sie auseinandergerissen wurden, woraufhin sie zu dem Schluss kam, dass sie ohne Familie besser dran wäre. Es war grausam, aber wer könnte sie angesichts dessen, was sie durchgemacht hatte, dafür verurteilen? Nachdem sie also mit ihrer Vergangenheit abgeschlossen hatte, entschied Octavia, dass sie keine andere Familie außer uns braucht. Freunde und Kameraden, die gemeinsam die Raublande erobern. Zurück. So, Fähigkeiten. Hast du was bekommen, Liebes? Letalität? Was hat sie bekommen, tatsächlich? Octavia erhält einen innewohnenden Bonus von +2 auf Geschicklichkeit. Und ihre hinterhältigen Angriffe verursachen jetzt zusätzlich 1d6 Schaden. Gib das mal Trinkel oder besser noch Knock-Knock. Dann können wir Knock-Knock alleine in den Endkampf schicken, wenn er noch 2 Punkte Geschicklichkeit mehr kriegt. Ach, dann kriegt er noch die Rüstung von Trinkel angezogen. Ach nee, das ist nicht gut. Da leidet seine Rüstungsklasse drunter. Letalität hat sie also, aha. Ja, schön. Gut. Damit wäre das auch erledigt. Die Queste ist durch. Hochwohlgeboren im Herzen. Mit Octavia sprechen, jawohl. Und dann geht's auf zu neuen Abenteuern und neuen Handlungen. Wir haben noch das Geheimnis der Suram Gamin. Und vor allen Dingen auch diese Schattentiefen, diesen DLC-Dungeon. Und hier selbstverständlich einiges mehr noch, was das Reich angeht. Aber womit ich da weitermache, weiß ich noch nicht. Und vielleicht entscheide ich mich bis zum Beginn vom nächsten Teil. Bis dahin!